Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Gun. Beim letzten Mal haben wir die Pokermission in einem längeren Video gemacht. Und jetzt, was machen wir jetzt? Wir reden mit dem Bundesmarschall. Pony Express Rider told me a family is stranded out there. Okay. With all the wolves in the area, they won't last long. Get out there and make sure they're safe. Okay, mein Freund. Das mache ich. Boah, es ist dunkel. Und ich kriege ein Pferd. Findet die Siedler. Kann ich machen. Wumm. Aber bei Nacht sieht sie auch ganz hübsch aus. Gefällt mir. Das finde ich auch schön. Es gibt hier zwar keinen Tag- und Nachtwechsel in dem Sinne, aber dass es halt bei manchen Missionen hell ist und bei manchen dunkel, das ist ganz cool. Gefällt mir. Boah, wo sind denn diese Siedler? Mein lieber Scholli, die sind ja bis sonst wohin geritten. Ich denke mal... Ah, hier habe ich nicht so viel Munition, dann nehme ich doch meine Ferguson. Sind die in Dodge City, sag mal? Ah nee, die sind kurz davor, alles klar. Boah, überall Fährte. Was los? Zank, zank, zank. Feuer, Feuer. Feuer-Kombo. So, jetzt habe ich aber hier nichts mehr, also muss ich jetzt mit dem Gewehr ran. Zack. Für dich. Für dich. Ach ja, aber schon wieder keine Munition mehr. Die hauen ab. Ne, die kommen wieder. Verschwinde, Wolf. Verschwinde, Wolf. Verschwinde, Wolf. So, ich schätze, das war's. Ja, nein, vielleicht. Hm. Also die Wölfe sind tot, aber was ist los mit euch? Soll ich die Ladung anzünden oder was? Soll ich das tatsächlich machen? Na, das wusste ich nicht, das hättet ihr mir sagen sollen. Naja gut, dann zünde ich halt die Ladung an. Wenn euch das gefällt. Mir persönlich würde das nicht gefallen, aber gut, ihr habt es so gewollt. Zünde alle Heuballen an. Kann ich machen. Zack, hier noch eins ran. Da können wir da noch eins ran knibbeln. Und den letzten. Ich hab gesagt, und den letzten. Ja, das habe ich schon länger gewusst. Also tief in mir drin habe ich das schon geahnt, dass ich super bin. Und wir haben es geschafft. Spielstatistik hat sich verbessert. Waffen plus 3, Schnellziehen plus 5, Nahkampf plus 5, das Übliche. Und natürlich die 20 Dollar. Und wenn wir jetzt schon mal bei Dodge City sind, reiten wir direkt rüber zu Pat Denton. Wir Gesetzeshüter. Der hat doch bestimmt schicke Sachen zu erledigen. Moin, Pat Denton. If you can keep the peace and dodge while I'm gone, I'll make you deputy when I get back. So, was gibt's zu tun? Ich mach alles. Help! Someone help! Kill him without hurting the hostages.
Mann, das war eine Falle. So. Blöder Köter. Das Pferd will mich umrennen. Oder auch nicht. So. Gibt es noch was zu tun? Ja. Alles klar. Ein Pferd wäre nicht schlecht. Ich habe keine Lust, bis da unten laufen zu müssen. Komm mal her, Emilie. Na komm. Fein. Ruhig, Brauner. Ruhig. Hab den nicht erwischt. Hab ich doch, hab ich erst recht. I'll tell you everything I know. Just get me to safety. Wer möchte noch? Da kommen noch mehr. Okay, okay, okay. Lasst den Verräter in Ruhe. Nur weil ihr ein Verräter ist, müsst ihr ihn nicht als Verräter beschimpfen oder so. Aber die sind ja alle bis hier hinten hingeflogen. Na? Läuft doch bisher eigentlich ganz gut. Nobody leaves the Red Angel. Boah, Dynamit. Na, Verräter, nu komm. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. The leaders of the Red Hand, they've taken over the Alhambra. They're plotting something big. Real. God's gonna be theirs if you don't stop. Okay. Schaltet die Rothand-Gang aus. Kann ich machen. Nabend! Du kriegst auch noch einen ran. Nicht kriechen! Nein! Lass das! Unten ist noch einer. Den werde ich mir krallen. Den kralle ich mir. Komm, 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 komm. Wieso bist du jetzt wieder oben? Erst unten, dann oben. Oh, yeah. Darf ich doch noch wieder nach oben hechten? Wo ist er denn, der Kleine? Ah, Hilfe! Die gehören mit dazu? Was stimmt nicht mit euch, Ladies? Ihr müsst doch lieb sein! Mann, Mann, Mann. Kein Problem. Statistik hat sich verbessert. Waffenhand plus 11, Schnellziehen plus 5, Nahkampf plus 7. Boah, das ist aber viel auf einmal. Kann das sein, dass wir jetzt hier beim Pedanten fertig sind? Ja, Rettung und Mann des Gesetzes haben wir beides fertig. Mann, das geht ja ganz schön voran hier jetzt. Dann, jetzt macht mal nicht so schnell hier, ja? Kopfgeld 67%, Farm 45%, okay. Würde ich sagen, schnappen wir uns als nächstes die Gesuchten, ne? Jetzt kommen wir ganz schön voran hier mit den Nebenmissionen. Es geht zickzack. Geht weg. Blöde Türrahmenteile.
Ah, aber was mir einfällt ist, wir haben ja auch noch diese blöden Jagdmissionen. Grrr. Wobei die gar nicht so blöd sind, wenn man das mit Gewehr macht. Aber erstmal Steckbriefe Wanted. Hier. Waylon Payne for the murder of Thomas Wilcox, local parson. Last seen in Blackfoot territory. Approaching under cover of night is advised, as suspect is damn near blind. Er ist fast blind, okay. Lebendig 30, tot 20. Na, den werden wir ja wohl lebendig bekommen, oder nicht? So, Pony, wir haben eine neue Mission. Da müssen wir jetzt hier mit der Fähre übersetzen, damit wir da rankommen. Aber ist ja kein Problem. Da dreht er am Rad. Und da ist mein Pony. Hey, wir haben auch wieder andere Klamotten, sehe ich gerade. Gut, okay. Zack. Meine beiden Friedensstifter hier sind bereit zum Einsatz. Hat der eigentlich Kollegen oder ist der allein? Ich hoffe, er ist allein. Boah, der hat richtig viele Leute. Boah, die haben die ganzen Schwarzfußleute massakriert oder was? Verschwindet! Ah, nee, ihr helft uns. Das ist gut. So, und du bist jetzt mal schön ruhig. Das war's. Meine Statistik hat sich mal wieder verbessert. Waffenhand plus 2, Schnellziehen plus 3, Nahkampf plus 4. Na, komm mal her, mein Pferd. Jetzt müssen wir nämlich wieder zurück zum Fährmann und übersetzen. Anders kommen wir nicht nach Dodge City. Ah, komm. Sei nicht so. Lass mich hier. Danke. Wie friedlich und gleichzeitig auch brutal der Wilde Westen doch ist. So, fahr los. Ich will heute noch drüben ankommen. Faules Luder. Wo ist mein Pferd? Da. Ich habe immer Angst, dass ich mein Pferd drüben vergesse. Aber hat ja alles gut geklappt. Wir sind richtiger Mann des Gesetzes hier. Wir sorgen echt für Frieden hier im Wilden Westen. Die ganzen meistgesuchten klappern wir jetzt auch noch ab. Die Banditenbrüder, das klingt doch lustig. James Booth, charged with robbery. Bob Booth for helping James escape. Bob is to be brought in for trial. James should be shot on sight. Location unknown. Unbekannt. Ja, so unbekannt ja anscheinend doch nicht, wenn die mir hier so ein schönes Kreuz hinhauen. So, also den einen müssen wir erledigen und den anderen müssen wir lebendig kriegen. Alles klar. Sollte beides gut zu schaffen sein. Da unten reiten sie ja auch schon, Mensch. Du bist James. James darf ich töten, ne? Ja. Nummer 1 erledigt. So. Erledigt. Ich bin so gut. Waffen plus 2, Schnellziehen plus 3, Nahkampf plus 24 Dollar. Und mein Pferd durfte ich sogar behalten. Das ist nett. Hier hängt schon der nächste Steckbrief aus. Wanted. Gesucht. Members of the outlaw band commonly known as the Blackburn Boys for train robberies between Empire, New Mexico Territory and Dodge City, Kansas. Elements of the band have been sighted in the pasture land east of Empire. Belohnung 30 für die Erledigung aller 15 Mitglieder. Okay. Also dürfen wir jetzt wild um uns ballern.
Das können wir gerne machen. 15 Mitglieder, na dann. Na dann! Wenn das so viele sind, dann lege ich richtig los. Mitten reinreiten und dann wird hier der Schnellziehmodus benutzt. Oh, die sind aber weit weg. Mein lieber Scholli. Kriege ich Angst. So. Ja, aha. Hier geht's rum. Ach, sieh mal einer an. Sowas nennt man Eingang. Zack, zack, zack. Zack. Hier kommt die Kavallerie. Na, das will ich sehen. Hier noch einmal dazwischen. Da dazwischen, da dazwischen. Ach, da hat einer noch gelebt. Hier. Jetzt nicht mehr. War's das? Ich bin stolz. Waffen plus 2, Schnellziehen plus 3, Nahkampf plus 4, Bargeld 30 Dollar. Ach ja. Und weil es so schön war, suchen wir uns sofort den nächsten. Ich mache jetzt hier Nägel mit Köpfen bei den Nebenmissionen. Hier, die hauen wir alle weg. Und in diesem Video sind eindeutig die Gesetzeshütermission im Vordergrund. Schnappen wir uns die meisten. Bob McCarty, alias Bob the Blade, for the willful and malicious disfigurement of $2 Trixie. Known to travel with the Butcher Boys gang in Devil Slot Canyon. Must be apprehended alive. Muss lebend gefangen werden. Kann ich machen. Belohnung 30 Dollar. So, wo ist... Da ist... Bob, die Klinge. Na, da habe ich ja jetzt schon Freude dran, den lebendig zu fangen, wenn der schon Klinge heißt. Ja, ja, hört auf mich zu schießen. Ich mag sowas nicht. Das tut doch weh. So, dann geht's hier ab in den Tunnel. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Das gefällt mir auch so, diese verschiedenen Wirkungen. Von diesem Sandstein-Wüstenzeug plötzlich in dieses steinige Bachtal hier. Das gefällt mir. Finde ich gut. Bin ich ganz ehrlich. Finde ich toll. Oh, hier ist eine Sackgasse. Was soll das denn bitte? So kann man doch mit mir nicht umgehen. Wo ist denn jetzt dieses blöde Klingvieh? Ich will ihn heute noch lebendig fangen. Ah ja, der hat ja Freunde mit dabei, ne? Vorsichtig, vorsichtig. Ja, lebendig fangen ist gut, an den komme ich gar nicht ran. Ich muss wahrscheinlich erstmal den seine Leute niederkloppen. Your fair skill with a gun, but how you with a blade? To my way of thinking, real men settle their hash with knives. It's more personal that way. Alles klar, dann komm runter. You got the goods? Unsheath that Skinner and let's me and you have at it. Blutiger Kerl hier. Hab ihn. Statistisch hat sich verbessert. Waffe hat 2, schneller Zieher 3, Nahkampf 4, Bargeld 30. Also, die meistgesuchten hier, die können mir nichts entgegensetzen. Ich bin viel zu gut für die. Ach, hier hinten ist auch Soapy, da reiten wir jetzt aber nicht hin. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Ah, Hilfe. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir weitermachen, dass wir auch die bestmögliche Statistik an uns gesammelt haben. Was denn? Kein Steckbrief mehr? Da müssen wir doch direkt mal nachschauen. Ja, das war's. Steckbriefmission erledigt, alle Gesetzeshütermissionen abgeschlossen.
Ach ja, okay. Dann werden wir mal schauen, wie wir beim nächsten Mal weitermachen. Aber ich sag jetzt erstmal tschüss.